Herzlich willkommen zu einem neuen Angry Let's Play. Heute spielen wir Metro 2033, die Redux-Version. Ich habe das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe es mal gespielt, nur es ist ewig her. Also es ist irgendwie 5 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Na, okay, vielleicht nicht so lang. Aber das hat mich irgendwie geprägt, das Spiel. Ich fand das irgendwie sehr atmosphärisch, sehr geil. Nur ich glaube, ich habe das nicht durchgespielt. Weiß nicht warum. Aber, naja. Auch das Menü ist sehr geil gemacht. So, wir fangen mal mit einem neuen Spiel an. Okay. Wählen Sie einen Spielstil. Überleben, Munition und Filter sind knapper, die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Der Überlebensmodus bietet Spielern das ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit einem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannenden Kämpfen. Spartaner, genießen Sie leichte Kämpfe und Tarnung bei Metro. Last Light im Spartaner-Stil. Perfekt für Spieler, die ein schnelleres, mehr actionorientiertes Spiel mögen. Munition, Filter und andere Ressourcen sind ebenfalls reichlicher vorhanden. Ich weiß jetzt gar nicht. Da steht auch Last Light. Also wir spielen eigentlich Metro 2033, nicht Last Light. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal Überleben und drücken auf Eingabe. Und jetzt habe ich Angst. So, Ranger Hardcore, empfohlen für regelmäßige Ego-Shooter-Spieler. Achso, das ist normal. Das ist normal. Okay, behalte Filter und Munitionsvorräte genau im Blick. Kampfszenarios sind mit extremer Vorsicht zu genießen. Okay, was ist bei Hardcore? Jede Bewegung mit dem Feind ist eine ernsthafte Herausforderung deiner Fähigkeiten und Taktiken. Munition und Ressourcen müssen aufgespart werden. Erfolg kann nicht garantiert werden. Mist. Ranger Hardcore. Im Ranger Hardcore stehen HUD und Benutzeroberfläche nur noch eingeschränkt zur Verfügung und Hinweise sind komplett deaktiviert, um die Spielintensität zu erhöhen. Deine Feinde verursachen größere Schäden, genauso wie du. Die Kämpfe sind spannend, taktisch anspruchsvoll und brutal. Ressourcen sind knapp, jede Patrone zählt. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man selbst einen größeren Schaden verursacht. Ressourcen sind knapp, jede Patrone zählt. Ja, ich würde wählen lassen, aber das wäre jetzt auch... Oh, Ranger Hardcore gibt's noch. Sind HUD und Benutzeroberfläche und Hinweise komplett deaktiviert. Die ultimative Metro-Herausforderung. Also wenn schon, denn schon, oder? Jetzt bin ich total hin und her gerissen. Ach komm, wir nehmen einfach normal, weil es einfach normal ist. Tut mir leid. Also ich hätte wählen lassen können, aber eigentlich, nein, eben nicht. Also deswegen habe ich es jetzt einfach mal ausgewählt. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Die RTL-Stimme. Ah. Hey, Bartschum. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Tja, weiß es auch nicht. Okay, hilf mir auf. Wir sind ja Russe, glaube ich. Artyom. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay, ich folge dir, weil ich kenne viel nicht ab. Okay. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Oh nein. Öffne das Tor, ich decke dich. Okay, ich öffne es. Muss ich hier? Hier sind... Ach, da. Was ist das? Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ach ja, natürlich. Habe ich gewusst, dass ich... Achso, ich muss jetzt eh gedrückt halten. Okay. Kriechen? Artyom, schau in diesem Kiste nach Moon und Medipacks. Nach Moon. Bereit, Artyom? Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich gucke noch nach Medipads und nach Moon und Munition und soll ja alles sehr knapp sein. Deswegen
Ich nehme alles mit. Ach, guck mal an. Wir haben sogar Gasmasken jetzt bekommen, oder? Ja. Das ist die Gasmaske. Ich erinnere mich noch. Sehr cool. Habe ich die noch an? Hä? Ich habe die noch an. Kann ich die abziehen? Ja, kann ich. So. Was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Hä? Ich hab das aus... Na, okay. Komm, ich mach das mal an. So. Und das Licht sollte ich vielleicht mal ausmachen. Oh. Ich muss mich noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Okay. Hier kann man auch was öffnen. Hm? Ach, hier kann man auch ausschalten alles. Ist das das gleiche wie das hier drin, oder? Nee. Ist nicht das gleiche. Okay, was gibt es hier? Noch eine. Sehr gut. Oh, die Maske, die kann man drin lassen. Genau, also für die Maske haben wir dann halt immer... Okay, jetzt können wir das wieder anmachen. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgemacht habe. Hat nichts gebracht. Die Maske können wir nämlich austauschen, glaube ich. Wie ging das nochmal? Mit... Ich weiß es nicht mehr. Wir konnten die Maske irgendwie austauschen. Also man kann die Maske austauschen, wenn sie zum Beispiel kaputt geht. Was wir halt ständig bekommen, ist dieses Teil am Ende der Maske. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ein Filter, genau, Filter. Wir bekommen immer neue Filter. Oh, wie kann ich jetzt... Ach so, hier so... So. So, gesprungen. Also wir bekommen immer Filter und die Masken, die muss man... Auf nach Orbit. Auf die muss man halt aufpassen, weil die sind etwas rarer. Oh, was habe ich irgendwas... Was habe ich denn da gemacht? Mit V kann ich hauen. Und mit Y kann ich... Okay. Mhm. Anscheinend keiner zu Hause. Keiner zu Hause, warum? Bevor wir an die Gasmaske? Achso, ja, natürlich. Genau, die Gasmaske, die wir müssen wir immer aufziehen. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah. Okay. Die Maske müssen wir immer aufziehen, wenn, wenn wir an der Oberfläche sind, weil die Oberfläche... Lade deine Waffe. Ja, okay. Kann das sein, dass die... Die Waffe ist ein bisschen still, ne? Boah! Hinter mir! Okay. Das ist eine stille Waffe. Irgendwie. Versuchen wir es mal mit Sie. Okay. Zuerst würde ich gerne mal... Entschuldigung. Audio? Nee, da kann man das nicht ändern. Okay. Okay, ich lass uns gemeinsam bereit! Ich bin bereit! Drücke schnell hintereinander. Okay. Raus hier! Okay. Raus hier. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Bullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Was gehört? Oh, was war das denn? Hä? Was war das denn? Ich glaube, das war ein Bug. Ich glaube, das sollte nicht so... Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs!
Ich habe schon die ganze Zeit Feuer frei gemacht. Oh! Ich habe keine Munition mehr. Was soll ich machen? Ich habe keine Munition mehr. Ich sterbe. Medipack. Ich habe keine Munition mehr. Was soll ich denn machen? Stellung halten! Ja, mach ich. Ich habe nur keine Munition mehr. Oh, ich bin gestorben, glaube ich. Nee, doch nicht. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Tja. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt mit der RTL-Stimme zurechtkommen müssen, aber das ist... Naja. Du nimmst die ganze Atmosphäre raus aus dem Spiel. Ja, Entschuldigung. Aber wer denkt an der Stimme nicht an RTL oder so? An Privatfernsehen jedenfalls. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Okay. Ich komme. Es flimmert da und hier mal ein bisschen. Das hat man gesehen. Aber damit müssen wir leben. Vielleicht flimmert es auch nur für mich. Also es kann durchaus sein, dass es nur für mich flimmert. Ja. Ich komme. Und jetzt kommt die Stelle, die mich ein bisschen... Scheiß, Schweine, Kranker. Ich habe schon Flegolas durchgemacht und gebe nicht auf. Was haben Sie vor? Sie jagen? Hallo Artyom. Wie geht's dir? Ja, das ist, Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch Niemand tun? Zu Hause! Es ist sehr atmosphärisch und ich habe das Spiel, glaube ich, damals auf Englisch sehen, was Hunter sagt. Auf Englisch gespielt und das war noch atmosphärischer. Die deutschen Stimmen sind ein bisschen... Hallo, Artyom. Hallo, wie geht's dir? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ach, wirklich? Redest du immer so? Nein. Mami, müssen wir noch lange warten? Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Lasst ihn in Ruhe. Er ist verwundet. Keine Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung. Mein Bruder ist hier. Ah, du bist es. Der Arzt hat nichts gesagt. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Hoffnung aufrechterhalten. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht. Komme nicht dran! Ich komme nicht! Nein, bleiben Sie von mir weg! Das Elend der Metro. Ich schaue mich hier gerne um. Es ist Hunter, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Wir
Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Kriege ich keinen Stuhl? Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Ah, danke schön. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Was ist los? Was auch immer die sind, ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels! Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen! In Ordnung! Los! Hol dir schnell eine Waffe! Ich hol mir schnell eine... Wo ist die Waffe? Wo finde ich eine Waffe? Wo finde ich eine Waffe? Artyom, hol dir eine Waffe! Okay, mach! Verdammt! So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen! Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Von da habe ich was gehört. Oh oh. Hilfe! Von da oben vielleicht. Wo kommen sie raus? Die kommen von überall, glaube ich. Oh. Ach da. Das war, glaube ich, unnötig. Ich bin nicht okay. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Boah. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus. Der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Okay. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Ich verstehe. Ich werde alles tun, um zu helfen.